Und so sieht sie unter anderem aus, die Konkurrenz von Lena. Seit gestern Abend steht fest, wer im Finale des Eurovision Song Contest steht. Am Samstag werden sie gegen Lena antreten, aber erstmal ist Party angesagt. Wow, es ist ein wahnsinniges Feeling. Das war jetzt so spannend und wir haben uns gedacht, bitte, bitte, Austria, Austria, sag's endlich den Namen und dann ist er gekommen und wir sind echt überglücklich. Ich habe dafür keine Worte. Ich bin so glücklich. Nicht nur das Publikum, auch die deutsche Jury wird darüber entscheiden, wer im Finale die meisten Punkte bekommt. Jurypräsidentin ist Ina Müller. Sie wird morgen von der Hamburger Reeperbahn die Punkte nach dem Finale verkünden. Bei ihren Beurteilungen will sie rein nach ihrem Gefühl entscheiden. Ich brauche Emotionen. Ich muss entweder also als Emotion lachen können oder ich muss weinen oder ich muss Gänsehaut haben oder ich muss hüpfen und tanzen. Was es am Ende ist, ist egal, aber es muss mich berühren. Die einzige, über die die Jury nicht entscheidet, ist Lena. Als deutsche Kandidatin konnte sie sich diese Woche sowieso entspannen, denn Deutschland ist als einer der größten Geldgeber des ESC gesetzt. Anfang der Woche hatte Lena noch eine Party gegeben, als Dankeschön an die Nationen, die ihr vor einem Jahr 12 Punkte geschenkt hatten. Schon da stand fest, sie will dieses Jahr völlig entspannt ins Finale gehen. Ich mache mir da nicht allzu viele Gedanken drüber, ich versuche das einfach auszuschalten, ob ich jetzt gewinne oder ob ich den zweiten oder ob ich den 15. oder den letzten Platz mache. Ich glaube, wenn man sich darüber viel zu viele Gedanken macht, dann wird man einfach so gestresst und man wird zermartert von Gedanken und von irgendwelchen Vorstellungen oder so. Deswegen versuche ich es einfach auszuschalten.